Nach allem, was wir wissen, es gibt keine absoluten Weisheiten, aber ein paar plausible Überlegungen, wird auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Deutschland die Arbeit nicht ausgehen. Wir haben einen Fachkräftemonitor des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Das ist von Instituten, unter anderem des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit erstellt worden. Es ist mit unglaublich vielen BA-Daten auch gefüttert. Es hat auch künstliche Intelligenz schon im Einsatz gehabt, wenn man mal die Veränderung von Stellenprofilen im Netz zum Beispiel durchgescannt hat. Ergibt sich ungefähr folgendes Lagebild auf einer mittleren Strecke. Bis 2025 rechnen wir damit, dass in Deutschland ungefähr 1,3 Millionen Arbeitsplätze verschwinden werden. Durch Digitalisierung, durch Automatisierung, durch Rationalisierung. Gleichzeitig werden ungefähr 2,1 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen. Und das ist in den Branchen, in den Regionen hoch unterschiedlich. Wir haben Bereiche, in denen wächst gerade auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nach wie vor die Nachfrage nach menschlicher Arbeit.